Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alles auf Rotbox von Capo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles auf Rot, das ist die Box. Wir haben hier auch noch einen 16er Aufkleber, der uns verrät, dass wir hier eine DVD vorfinden werden. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien und uns dann im Detail ansehen. So. Alles auf Rot von Capo. Hier der 16er, Gott sei Dank nicht aufgedruckt, sondern lediglich ein Sticker. Sprich, ihr könnt ihn dann natürlich entfernen. Das werde ich dann auch noch tun. Hier oben lesen wir Warner Music Group präsentiert. Und hier sehen wir Capo in diesem Rotlicht, wie er sich gerade eine Zigarette anzündet. Behangen mit Goldschmuck, Goldring und natürlich auch eine schicke Rolex am Arm. Sonnenbrille. Gefällt mir gut und ist auch vom Design her stimmig mit dem Namen. Also alles auf Rot. Da macht man dann natürlich auch die Box rot. Ist so eine Klappbox. Alles auf Rot finden wir hier noch an der Seite. Oben blankrot. Auf der Rückseite nochmal alles auf Rot, also auf der linken Seite. Auf der Unterseite nichts. Und auf der Rückseite sehen wir noch Capo, alles auf Rot und die Credits. Alles klar. Dann schauen wir mal, was sich drin befindet. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, das uns entgegenkommt. Das dürfte ein Sticker sein. Okay, noch ein Sticker. Noch ein Sticker. Eine unterschriebene Autogrammkarte, ein Poster, zwei Poster, ein FSK-Beileger, den werden wir nicht mehr brauchen, das Album an sich, die DVD, die Instrumentals und einmal die Bonus-EP. Jede Menge Inhalt und wir haben hier auf der Unterseite wieder so einen Einleger, der die CD hält. Also hier könnt ihr natürlich wieder eure CD hineingeben. Falls ihr während des Videos etwas Lärm hören solltet, das liegt daran, dass aktuell nebenan eine Baustelle ist. Okay, dann schauen wir mal, dass wir die ganzen Plastikfolien hier entfernen. Und da nicht bei jeder extra immer das Messer herausholen müssen. Dann haben wir das Ganze auf einen Streich erledigt. Alles auf Rot. Ja. Das kommt nicht. Und die letzte. Sauber. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Das wird ein wenig rascheln. Aber man sieht schon rein jetzt von dem ganzen Inhalt, der hier aufgetischt wurde, es ist wirklich alles in diesem Schwarz-Rot. Bis auf diesen Aufkleber, der ist noch hellgrau, aber ansonsten ist das echt, echt durchgängig, das Design. So, da haben wir es endlich entpackt, alles. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Capo, alles auf Rot,
Das Cover kennen wir bereits von der Box. Und dann haben wir hier 12 Tracks. Das sind drei Features dabei. Einmal Haftbefehl, einmal Nemo und einmal Tommy. Und ich muss ehrlich sagen, also von den ganzen Tracks, also ich habe mir das Album schon mal angehört, alle Tracks, also auch die Bonus-EP nehme ich jetzt auch dazu, sind meine absoluten Lieblingstracks. Wo haben wir es? Alles auf Rot, geiler Beat, gefällt mir gut. Und der beste Track überhaupt, Lambo Diablo GT mit Nemo. Der wurde ja bereits veröffentlicht, gab dazu kein richtiges Video, aber so ein, ja, bewegtes Bild. Gefällt mir extrem gut, also gerade Nemo und Capo auf dem Beat, eine Traumkombination. Und der Beat ist einfach so vom Gefühl her, also Auto nehmen und einfach durch die Nacht fahren. Also das ist wirklich so Autofahrmusik für mich, Lambo Diablo GT. Traumhafter Beat, auch das natürlich die Instrumental-CD dann entsprechend interessant. Okay, dann sehen wir mal hinein. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir hier einmal das Booklet. Mal kurz schauen, dass wir das hier rausbekommen. So. Alles auf Rot. Und ihr seht, die Ketten, also die Armketten, also auch die Halskette und auch die Rolex, die spiegeln hier so. Also die sind nochmal so speziell beschichtet. Ich glaube, das war auf der Box von der Verarbeitung genauso. Ja, oh ja, man sieht es hier, spiegelt auch nochmal so speziell. Nett gemacht. Und dann haben wir wie so oft die Tracks hier einzeln aufgelistet mit schönen Schwarz-Rot-Bildern. Und hier sehen wir eben die Infos zu den Tracks, wer sich verantwortlich zeichnet für die Texte, den Beat, das Mastering etc. Dann haben wir hier nochmal Capo, alles auf Rot. Hier weitere Tracks. Roulette-Tisch. Nochmal ein fetter Ferrari. Totentanz. Ein Revolver. Und nochmal Capo. Alles auf Rot. Also das ist natürlich auch als Cover verwendbar. Je nachdem, was euch mehr zusagt. Ich werde jetzt einfach mal das hier belassen. Und die CD in ebenfalls schwarz-rot. Capo, alles auf Rot lesen wir hier noch. Dann haben wir die Instrumentals, ebenfalls wieder dieses Cover. Hinten nichts aufgedruckt. Und hier ebenso wie die normale CD, allerdings hier natürlich der Zusatz Instrumentals zu lesen. So sieht das Ganze aus. Instrumentals im Pappcase, also in der Papphülle. Dann haben wir die Bonus-EP. Sieht so aus, erinnert sehr stark so an, ja, Carlitos Way, Scarface, gerade auch mit den Palmen hier im Hintergrund, sehr, sehr Scarface-mäßig. Und dann haben wir hier 5 Tracks und wir haben hier Features von Chelo und Abdi, Hannibal, Asimemo und Tommy. Entschuldigung, Joni und Bowser natürlich auch noch. Tommy sagt mir ehrlich gesagt nichts, die anderen schon. Und hier noch Capo vor einem Hochhaus mit Pistolen an seinen Kopf gerichtet. Auch wieder diese Palmenoptik, Bonus-EP und diese ebenfalls in einer Papphülle. Und dann haben wir als letzten Musik- oder als letzten Tonträger bzw. Filmträger die DVD. Hier sehen wir Capo wieder natürlich mit Waffe in der Hand. Alles auf Rot DVD. Hier hinten ein Oldtimer und deshalb auch der 16er auf der Box. Also hier nochmal der 16er auf der DVD. Capo, alles auf Rot. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, was wir auf der DVD zu sehen bekommen. Da werde ich mich mal überraschen lassen. Ebenfalls natürlich im Pappcase. Dann haben wir eine unterschriebene Autogrammkarte,
CA, Punkt. Rückseite blank, sehr schön. Unterschrieben mit silbernem Edding. Dann haben wir die drei Sticker. Davon einer quadratisch. Das ist das Cover, alles auf Rot. Und hier am Rand, ist relativ unüblich, schaut aus wie so Dia-Fotos oder so, aber hier am Rand, Polaroid-Fotos, hier am Rand ist dann natürlich die Linie, um das Ganze dann abzuziehen. Dann ein kleiner Sticker mit AAR, also alles auf Rot. Und dann haben wir noch diesen großen rechteckigen Sticker, beziehungsweise, ja, das ist, die sind auch nochmal einzeln ausgeschnitten, bedeutet, ihr könnt natürlich diese Poker-Chips, diese Casino-Chips extra aufkleben und müsst nicht das alles auf einmal verwenden. Sehr schön. Dann haben wir zwei Poster. Diese relativ klein, aber dafür haben wir auch zwei. Einmal haben wir hier das Format, also das Foto kennen wir schon, und zwar von der DVD. Capo mit Pistole in der Garage. Alles auf Rot steht hier nochmal. Im Querformat. Und dann haben wir, ich nehme an, das ist das Cover normal. Ah, nicht einmal. Auch was anderes. Hochformat, Capo, ebenfalls wieder mit Pistole. Dieser Schwarz-Rot-Optik. Je nachdem, welches euch lieber ist, nachdem das zwei einzelne Poster sind, könnt ihr natürlich auch beide verwenden. Rückseite jeweils weiß, also einseitige Poster. So. Und dann haben wir als letzten Bestandteil noch das T-Shirt. Schauen wir uns jetzt mal gleich an. Okay, sieht relativ brachial aus, also erinnert für mich ein bisschen an Hirntod. As like motherfuck ist hier zu lesen. Also 2F, motherfuck, 2K. Ja, alles in dieser Schwarz-Rot-Optik wieder. Und was mir extrem gut gefällt, was man sehr, sehr selten sieht bei diesen T-Shirts, die in Boxen drinnen sind. Wir haben hier einen Aufdruck am Ärmel. Sprich, hier steht ja ein Name oder eins Name. Spannend. Und auf der anderen Seite steht ein Kommando. Okay, also Aslak, Motherfuck, ein Name, ein Kommando. So ist das zu verstehen. Neckprint bzw. Rücken Druck haben wir keinen, blank schwarz. Und das Ganze ist Größe L. Ansonsten haben wir hier nichts. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ob wir hier unten noch eine Info haben, also irgendeinen Zettel, der uns. Jawohl, hier haben wir es. Denke ich mir noch. Also, wir haben es hier zu tun mit einem Continental Shirt, responsibly sourced for brands who care. Sehr schön. Fairwear. Gefällt mir, sollten mehr Rapper machen. Und dann hier 100% Baumwolle. Dann hier die Wasch- bzw. Pflegehinweise, schützt das Klima. Und dann würde mich natürlich noch interessieren, genau, hier steht es nochmal, Made in Bangladesch. Okay, wir schauen uns das nochmal kurz an, wie das getragen aussieht, damit ihr hier einen besseren Eindruck bekommt. So sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier quer über die Brust diesen Schriftzug, Aslak Motherfuck. Und dann haben wir, wie gesagt, an den Ärmeln noch einmal hier die Info, ein Name und auf dem anderen Ärmel ein Kommando. So sieht das Ganze aus. Ja, ist halt die Frage, ob man mit diesem Aufdruck auf der Brust herumlaufen möchte. Also vom Design her, wie gesagt, es ist sehr, ja, brachial, gerade diese rote Schrift und diese Farbverrinnung sieht sehr stark nach Blut aus. Also es ist schon sehr, sehr krass, so von der Optik her, aber kann man auf jeden Fall tragen.
Und wie immer fassen wir zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, die beiden Poster, die DVD, die Bonus-EP, die Instrumentals, jeweils im Pappschuber, in der Papphülle, und das Cover bzw. die CD an sich, alles auf Rot. Unterschriebene Autogrammkarte und 1, 2, 3 Sticker. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box. Capo, alles auf Rot. Falls ihr den Künstler unterstützen möchtet, falls ihr die Musik feiert, findet ihr die Links dazu in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.